Ich glaube, in 7 Jahren wird, wenn es so weitergeht, eine ziemlich ausländerfeindliche Stimmung geben. Das ist das, was man jetzt ein bisschen merkt. Wenn die Politik also weitergeht in Österreich, wenn die Politik in Europa so weitergeht, glaube ich, werden aus diesen Unionen wieder einzelne Entitäten, die wieder mehr für sich arbeiten. Und wir fangen, glaube ich, wieder ein bisschen von vorn an, wo wir vor, weiß ich nicht, 70 Jahren oder so einmal waren. Also das glaube ich ganz stark. Ich glaube, dass man sehr viel herumexperimentieren wird in puncto Arbeitszeiten und Individualisierung von Menschen. Also das merkt man jetzt auch schon stark, finde ich, dass der Mensch wieder mehr auf sich schaut und weniger auf Gemeinde oder Gemeinschaft oder so. Also der Mensch im Mittelpunkt und nicht eben Gemeinschaft. Jeder will sich selbst verwirklichen. Ich glaube, dass das nur mehr wird, bis das irgendwann einmal explodiert. Aber ich glaube, so insgesamt in vielleicht wirklich technologische Fortschritte wie so 3D oder Augmented Reality oder so, das halt irgendwie salonfähig wird, wie man das jetzt auch schon ein bisschen gesehen hat bei dem Pokémon-Spiel, dass das dann doch irgendwie realisierbar wird und auch publikumstauglich ist. Also sowas ist sicher, wo noch viel weiter gearbeitet wird und wo sicher auch noch einige Meilensteine passieren. Aber ich glaube, in 7 Jahren insgesamt, das ist so eine kurze Zeit, da wird sich nicht so richtig viel verändern. Aber ich glaube, so die Stimmung wird sich zuspitzen. Also auf das würde ich jetzt einmal wetten. In einer fernen Zukunft von 144 Jahren wir wahrscheinlich wirklich ein Problem mit Ressourcen kriegen. Also es wird wahrscheinlich so sein, wenn das so weitergeht, dass nicht nur Wasser knapp ist, sondern auch alle anderen Rohstoffe, weil, finde ich, momentan sehr wenig, also man sich sehr wenig auf eben diese nachhaltigen Sachen irgendwie konzentriert, die immer nur sehr verschrien sind, die immer nur irgendwie Meilensteine sind, wenn man Elektroautos oder so benutzt. Ich glaube, dass die Welt viel enger zusammen ist. Obwohl natürlich jetzt gerade irgendwie so ein Bruch in Europa etc. passiert, aber ich glaube trotzdem, dass die Welt noch näher kommt, weil wir eben auf dem Weg sind mit Internet etc., dass wir in einem Klick auf jedem Kontinent sein können und das auch extrem stark genutzt wird. Ich glaube, dass Technologien eine extrem wichtige Rolle spielen, von Robotern über Robomenschen, über Artificial Intelligence, im positiven wie auch im negativen Sinn, glaube ich. Das merkt man jetzt schon sehr bei allen Menschen auf der Straße, die eigentlich nur mehr aufs Handy schauen. Also man sieht das einfach, wie eigentlich aus Menschen schon durch diese externen Technologien so richtige Cyborgs werden. Und ich glaube, dass sich das weiterhin fortsetzt, dass Technologien auch irgendwann einmal im Körper irgendwie implementiert werden, so wie es jetzt schon scherzhaft passiert, nämlich mit so Chips und so, einfach nur um quasi zu provozieren. Aber ich glaube, dass sich sowas irgendwie, dass sich sowas ergibt. Ich glaube, dass es Cyborgs geben wird in Zukunft. Also das wäre so ein bisschen, ich glaube auch, dass man sich vielleicht gar nicht mehr so bewegt in 144 Jahren, sondern durch das, dass man ja eigentlich durch andere Kanäle verbunden ist, gar nicht mehr so viel Face-to-Face passiert, sondern dass es einfach andere Arten der Connection irgendwie gibt. Dass man sich nicht mehr so viel bewegen muss einfach, weil man anders verbunden ist. Das waren jetzt einmal die ersten Sachen, die mir in den Kopf gekommen sind. Mir ist noch, obwohl ich glaube, dass das vielleicht eher in 144 Jahren ist wie in 7 Jahren, dass irgendwann einmal die Frauen an die Macht kommen, ein Matriarchat entsteht, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt quasi immer die letzten tausenden Jahre irgendwie mitmachen haben müssen, ich und meine Geschlechtsgenossinnen, und dass sie die Männer in zwei Arten aufspalten, nämlich den Lustsklaven und den Arbeitssklaven. Und das ist eine Prophezeiung, die habe ich schon seit 10 Jahren irgendwie damals schon in mein Deutsch Matura reingeschrieben. Und ich glaube, dass das irgendwann passieren wird, weil der Trend geht auch ein bisschen dahin.